Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon für den SNES. Und zwar, bevor wir jetzt hier gleich weitermachen, wir sind im ersten Jahr, wir sind im dritten Sommer. Bevor wir jetzt hier gleich weitermachen, wollte ich nochmal euch an die Abstimmung erinnern. Ihr habt noch ungefähr eine Woche Zeit, wenn ihr diesen Part seht. Der kommt ja im Prinzip gleich am nächsten Tag, nachdem ich den aufgenommen habe. Auf YouTube. Und zwar aber, um das ein bisschen zeitlich einzugrenzen, um dass ihr so ein bisschen wisst, was ich meine. Das legen wir mal ab. Also, ich lasse euch noch so eine Woche Zeit, weil das wird jetzt hier Part 3 und 4, was ich jetzt heute mit dem Stream aufnehme. Bis dahin habt ihr noch Zeit zu entscheiden, wen wir heiraten sollen. Zurzeit steht es 1:1:1 für Mary, Anne und Eva. Das heißt, in diesem Part, beziehungsweise in diesem Stream, werde ich halt auch nur alle drei beschenken und werde Ellen und Nina jetzt komplett außen vor lassen. Ich werde zwar mit denen ab und zu mal reden und so, aber das war's auch. Ihr habt dann bis, sagen wir mal, spätestens bis zum 10. habt ihr dann Zeit abzustimmen, bis zum 10.6. Wer von den dreien geheiratet werden sollen oder ob ihr sagt, nee, doch lieber Nina. Bräuchte Nina aber zum Beispiel 2 Stimmen. So. Wenn sich keine Entscheidung findet, dann wird das einfach ganz so laufen. Ich schaue mir dann an, wie weit ich bei den Herzen bei den jeweiligen 3 Personen bin. Und werde dann im Prinzip nur noch mich dann auf die konzentrieren, bei der ich am weitesten bin. Weil sonst, ich habe nur 2,5 Jahre in diesem Spiel. Und wie ihr seht, wir haben gerade mal 2 Parts aufgenommen, jeweils so knapp 4 Stunden. Und wir sind jetzt schon im Sommer. Also, das geht relativ fix hier in diesem Spiel. Darum, ja. Habt ihr Zeit abzustimmen noch ein bisschen? Ich muss jetzt erstmal mich wieder einfinden. Okay, sowas. Ich habe jetzt eine Woche Pause gemacht und jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Wie nehme ich den Hund denn da? Ich glaube, ich habe den Hund gehauen. Ich glaube, das interessiert den Hund nothing. Stimmt, dann haben wir. Stimmt, ich kann mich wieder erinnern, wir haben hier auch ein bisschen umgebaut. Der Hammer. Ich wollte mich erst. Nee, ich wollte noch gar nicht gießen. Ich habe das ja jetzt immer so gemacht, dass ich mich um die Tiere kümmere. Und dann was hole, was ich verkaufen kann. Runterlaufe, dann gieße. Gießen wollte ich zum Schluss, genau. Weil die Nacht ja hier unendlich ist, in dem Spiel können wir ja gießen im Prinzip auf die Nacht verlegen. Das heißt, wir rennen jetzt eigentlich erstmal los und schauen, ob wir nicht irgendwas noch finden, was wir verkaufen können. Neben Eier. Habe ich nur 3, nee, 6 Sachen habe ich eigentlich was, ne? Jetzt wird es nämlich auch schon langsam Mittag. Oha. Was hatte ich gesagt? Maria, Eva und Anne, ne? Das sind unsere 3 Süßen von der Haltestelle. Dann werde ich mal ganz fix was holen, was ich verkaufen kann. Das hat, glaube ich, weiter oben, ne? Genau hier. Das riecht aber seltsam. Essen? Hui. Soll verkauft werden, Mann. Ah ja, auch wegen Dings, ne? Ich muss mal gucken, wie viel Geld wir haben. Können wir, glaube ich, auch nochmal irgendwie gucken. Spätestens im Dings. So, dann holen wir jetzt ein Blümchen und schenken. Wir fangen mit Maria heute an. Wir fangen mit meiner Namensvetterin an. Und machen den mit Maria. Wir gehen mit Maria. Oh, es ist Mittag. Schenken Maria denn das erste Blümlein. Und dann geht's weiter. Quatsch, wo laufe ich denn hin? Ich wollte doch in die Stadt. Ich wollte doch der Maria was schenken. Jetzt wird es wahrscheinlich schon dunkel sein, wenn ich da bin.
Ungünstig. Ah, vielleicht springt die ja noch irgendwie hier draußen rum. Ja, da ist er. Wow, vielen Dank. Ach, das riecht aber gut. Pass auf, dass du dir bei dieser Hitze keinen Sonnenstich holst. Konnte ich nicht irgendwie... Es ist Freitag, der dritte Sommer. Geld 3730, okay. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, 5000 oder so, um das Haus auszubauen, weil ich glaube, im letzten Part haben wir es noch geschafft, das Holz zusammenzukriegen. Und wieso? Und die Handwerker meinten ja, wenn wir das schaffen, vorm Ende des Sommers, dann 250 Stück. Dann kriegen wir eine Überraschung. Ja, locker, locker, flockig. So, dann können wir jetzt mal gießen. Ich freue mich ja jetzt schon auf die Ernte. Aber der hat auch gesagt, dass er ab 21. Sommertag hatte der Handwerker beim letzten Mal ja gesagt, dass er was Schönes hat für uns. Da bin ich ja mal gespannt. Und das Blöde hier bei diesem Spiel ist, das finde ich ein bisschen blöd gemacht halt, aber das war halt das erste, unter anderem das erste Spiel, ist die Tatsache, wir können nichts im Herbst anpflanzen. Das finde ich so ein bisschen schade. Dass wir hier einfach gar nichts im Herbst anpflanzen können. Im Winter, klar, ist natürlich für mich irgendwo logisch, dass wir im Winter nichts anpflanzen können. Aber im Herbst, ich meine euch, ich bitte euch, da kommt's doch. Aber was soll's, das ist halt noch das eine der ersten Spiele. Da musste man halt noch ausprobieren. Und irgendwann haben sie es ja auch geregelt gekriegt. Hier brauche ich wieder Dings. Komm schon, du schaffst das. Wenn nicht, muss ich halt in die heiße Quelle. Was ein bisschen ungünstig wäre. Ach komm, die 5, die schaffst du. Vielleicht haben wir Glück und es regnet öfters im Sommer. Das würde mich freuen. Aber Sommerzeit heißt auch, dass es Dings gibt. Knapp! Richtig knapp war das hier jetzt hier. Oha. Das war ja mal super knapp. Na gut, ab ins Bett mit uns. Ja. Ich glaube, die haben hier auch noch gar keine so richtigen Geburtstage. Hier ist es auch sehr wichtig, halt immer nach dem Wetter zu gucken. Dann können wir uns mal Daumen schneiden. Die kleinen Hühner brauchen halt, um nichts zu fressen, erst wenn sie größer sind. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir zu wenig Gras haben. Aber okay. Diesmal merke ich mir das. Ah, seht ihr, jetzt sind hier auch alles schön gewachsen. Wir können erst halt das Haus ausbauen, sobald wir unsere erste Ernte eingefahren haben, sonst lohnt sich das gar nicht. Oder bringt mir halt nicht viel. Ich glaube, Eva ist heute sogar noch draußen. Das heißt, wir könnten Eva eigentlich jetzt schon schenken. Müsste eigentlich irgendwo hier unten drum. Ja, da steht sie. Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Ist es nicht ein Zufall, dass wir uns hier treffen? Nicht unbedingt. Gib es zu, du hast die ganze Zeit auf mich gewartet, du Schlingel. Wir treffen uns gleich in der Kneipe. Oh yeah. Das riecht aber seltsam. Nicht
nicht essen. Verkaufen. So, dann haben wir da nicht. Ich würde ganz gern angeln, tatsächlich. Ich bring das mal weg, leg den Hammer ab und angel mal. Ich hoffe, das geht. Mit etwas Glück fangen wir auch etwas. Jetzt ist halt Mittag. Num, 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 num. Es ist schön, dass er hier noch was isst. Bei Harvest Moon Back to Nature hat er auch noch was gegessen. Möchtest du eine Runde angeln? Ja. Ich leih dir meine Angelroute. Drückte Y-Knopf. Das ist ein Fisch. Nicht essen. Wieder reinschmeißen. Warte, hey. War das nicht so, wenn wir den Fisch wieder reinschmeißen, dass wir denn was kriegen? Habe ich jetzt die falsche Richtung genommen? Ich schmeiß mal von der Seite rein. Ich bin der Geist der Quelle. Du hast mir meinen Fisch zurückgegeben. Du bist ein guter Mann. Nimm dies zum Dank. Yes. Ich habe eine Beere des Kraftbaums gefunden. Genau. Das ist nämlich das, was ich wollte. Jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Energie, damit ich denn auch mal schaffe, alles zu gießen. Das hätten wir jetzt aber auch abkürzen können. Einmal umsonst gegossen. Für deine Ware gibst du 350. Ich hinterleg dir die Summe morgen. Geil. Ich sag mal so, die Eier bringen 50. Dann bringt die komische Pflaume oder was auch immer das ist. 200? Krass. Ja, jetzt müssen wir wieder im Dunkeln gießen. Aber das ist halt das Einzige, das wirklich Gute hier an diesem Spiel ist, wirklich, dass wir, dass die Nacht unendlos ist. Bei allen anderen Spielen fällt man halt irgendwann mal um 2 Uhr morgens. Aber hier geht das ja nicht. Hey Max, jetzt sag nicht, du bist schon fertig mit deiner Sif-Runde. Hast du die Azteken fertig gemacht oder hängst du noch an der Hauptstadt dran? Das will ich ja mal wissen. Ich habe kein Wasser mehr. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich Harvest Moon liebe? Ich liebe das Spiel einfach. Ich freue mich auch schon halt so auf Juni oder Juli. Ja, das ist die Version für den SNES. Das ist eins der ersten Harvest Moon Spiele, die es gab. Weil es ist relativ kurz, weil du hier nur 2,5 Jahre spielst. Und ich dachte, bevor wir jetzt die neue Version, beziehungsweise eine neue Version von Harvest Moon im Juni oder Juli spielen, spiele ich doch noch einmal hier diesen Klassiker und bringe das hin. Weil irgendwann habe ich mir wirklich mal als Ziel gesetzt, ohne Witz, ganz, ganz viele Harvest Moon Spiele auf meinem YouTube-Kanal zu bringen. Nein! Oh, shit. Verdammt. Wir müssen in die Quelle. Das war so mein Ziel. Irgendwann mal ganz viele Harvest Moon Teile hört sich haben. Ich habe jetzt schon Harvest Moon Back to Nature. Ich habe Harvest Moon Baum der Stille. Dann habe ich noch Story of Seasons, Trio of Towns und Doraemon. Die 4 Teile habe ich ja schon mal. Und ja, mal sehen.
Ab ins Dings mit dir. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, damit wir schön in die heiße Quelle, man kennt's. Aber ich will halt noch Magic Melody. Ich will hier dieses Reunion Friends of Mineral Town. Und noch das eine oder andere DS-Spiel von Harvest Moon machen. Sobald dann halt mein 3DS irgendwann mal repariert ist. Dann will ich halt auch mal die 3DS-Teile spielen, weil es gibt noch richtig schöne Harvest Moon-Spiele für den DS. Der Großbazar ist ein wunderschönes Spiel. Was noch? Geschichte zweier Städte ist auch sehr schön. Nur da mein 3DS gerade kaputt ist und ich noch nicht das Geld zusammen habe, muss das halt noch ein bisschen warten und darum müssen wir jetzt leider erstmal auf diese Dings rausgehen. Gary, danke schön für dein Raid. Ich sehe gerade, wir haben hier gar keine Alerts. Es tut mir leid. Aber danke schön für dein Raid und hallo an alle, die mit Gary hierher gekommen sind. Ich hoffe, euch hat Final Fantasy gefallen. Nee, man kann nicht alle Teile für die Switch holen. Weil die 3DS-Teile einfach nicht rüber geportet werden. Und das Story of Seasons, was jetzt rauskommen wird im Juni, Juli, das ist halt auch eine Art Remake von dem alten Spiel, was es früher, glaube ich, für die PlayStation gab. Ja. Nein, das spiele ich über einen Emulator. Nein, das ist nicht auf die Switch. Das, was für die Switch kommt, ist halt eine PlayStation-Version. Oh, Hund. Och, Dings, Bums, Kirchen. Aber ich wollte es halt spielen. Haha! Jetzt habe ich vier Hühner. Hau mal ab. So, du gehst dahin. Ja, ich habe jetzt auch gehört von wem anders, es soll jetzt noch ein zweites Harvest Moon kommen für die PlayStation 4. Das soll heißen Harvest Moon One World, aber ich bin noch nicht so begeistert davon. Es gibt keinen Trailer zu dem Spiel bis jetzt. Es soll auch erst im Herbst kommen. Und es ist halt nur von den Leuten, die Rechte an den Namen hat und nicht von den Entwicklern per se. Und da bin ich halt so ein bisschen vorsichtig. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Darum bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ah, hallo Flauschig. Schön, dass du da bist. Was das angeht. Aber für die Switch werde ich mir das auf jeden Fall holen. Ich meine, da kannst du gleichgeschlechtliche Ehen diesmal eingehen. Ey, das ist ein Schritt für die Macher. Da haben so viele darauf gehofft. Und ich glaube, jetzt wegen Stardew Valley müssen die halt nachziehen. Ich meine, da gibt es gleichgeschlechtliche Ehen. Die wurden alle noch mal ein bisschen herausgeputzt, die Leute. Auch wenn es das gleiche Game ist, ist egal. Ja. Ja, Hauptsache Geld, ne? Aber ich finde nur, das Story of Seasons lohnt sich gerade zu spielen und alle anderen nicht. Also diese Harvest Moon Licht des Himmelsbaums oder so, kannst du vergessen. Also das, was auf der PlayStation 4 gekommen ist. Ich finde die Grafik so schrecklich. Nee, ich wollte Blümchen. Nom, 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 nom. Ihr könnt übrigens. Okay, dann. Was liest du denn gerade? Ach, du liest ja die Tribute von Panem, hast gesagt, ne? Dann viel Spaß bei dem Buch. Ich habe gehört, die Bücher sollen richtig gut sein. Ich habe die selber noch nicht gelesen. Aber die sollen ja richtig gut sein. Die Buchreihe. Obwohl ich die Filme auch nicht gesehen habe, also kann ich das nicht sagen. Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Hallo, ist das nicht öde hier? Oh ja.
Es stinkt langweilig. Gute Nacht. Ich habe die Filme auch noch nicht, auch nicht gesehen. Da war mir irgendwie zu viel Hype drum. Aber ich glaube, die Filme, so wie die Bücher, sollen richtig gut sein. Sollen sich da auch richtig Mühe gegeben haben. Aber gesehen haben wir es auch noch nicht. Ja, auf meiner Farm sieht es ein bisschen konfus aus. Weil erst hatte ich halt nur diesen Holzzaun. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, mit Hilfe der Steine, die ja sonst total unnütz sind, werde ich jetzt provisorisch einen Zaun machen. Weil meine Tiere kommen eh nicht raus. 400! Oh yeah! Und, ich mache mir das im nächsten Frühling, mache mir das schön. Mit Kartoffelpüree. Wenigstens Chips, komm schon. Gary, gönn ihm wenigstens Chips. Wenn schon irgendwas mit Kartoffeln, dann bitte Kartoffelchips oder sowas. Und mit Trichter wird er dann mit Cola oder sowas abgefüllt. Nee, aber ich finde, das ist eigentlich ein hübsches kleines Spiel, zum Beispiel Harvest Moon. Das Harvest Moon zum Beispiel, das geht ja relativ durch, ne? Also in den ersten, ich habe 2 Parts bereits aufgenommen und auf YouTube hochgestellt und da waren wir dann fertig mit dem Frühling. Also ich werde jetzt auch nur vielleicht heute nur den Sommer spielen, weil das geht ja unglaublich schnell hier auch. Aber Flauschig, ich würde dir mal empfehlen, dir auch zum Beispiel ein Let's Play zu Harvest Moon, deine Tierparade oder Baum der Stille anzuschauen. Die sind halt auch richtig gut gemacht, die Teile. Ich meine, da hast du das Feature, da wimmelst du eine Glocke und die Tiere kommen alle raus. Und du musst sie nicht mehr reinschieben. Aber die Wii-Teile kann ich im Prinzip auch noch empfehlen und es gibt auch ein paar sehr schöne 3DS-Teile. Und Harvest Moon Back to Nature war auch cool eigentlich. Kann ich dich jetzt? Nee. Okay. Jaha, da fällt er wieder um. Okay. Ein Feeling, was die anderen hatten. Ja gut, bei manchen Harvest Moon-Teilen geht so ein bisschen das Farming unter. Meinst du das? Weil bei manchen Teilen hast du ja wirklich eher so nur die Aufgabe, mach dies und jenes, dann bist du durch mit dem Spiel. Da geht das Farmen so ein bisschen unter. Das Gesamte, okay. Also mein erstes Harvest Moon war ja tatsächlich nicht das hier, sondern Back to Nature. Für die PlayStation 1, wo wir 3 Jahre Zeit hatten, den Hof von unserem Großvater zu restaurieren. Und davon wird es ja auch das Remake geben, mehr oder weniger. Schade, dass man denen keine Hühnernamen geben kann. Aber die sehen, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr Stardew Valley kennt, ne? Ihr müsst zugeben, dass die Hühner aus Stardew Valley extrem ähnlich hier den Hühnern aussieht, oder? Das haben die richtig gut nachgemacht. Aber der Macher von Stardew Valley hat ja gesagt, er hat sich ja mehr an Back to Nature orientiert und nicht an dem Original hier. Thank you.
Ach Mann, uns fehlt noch ein bisschen was. Morgen können wir unser Haus ausbauen. Haus ausbauen, Haus ausbauen. So, und heute ist wieder Maria dran. Bei mir könnt ihr abstimmen, wen wir heiraten sollen. Ihr findet eine Abstimmung bei mir auf Discord oder halt bei YouTube unter der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link dazu. Zurzeit stehen Anne, Maria und Eva ganz weit vorne und deshalb kriegen die jetzt auch als einzige Geschenke von mir. Und wenn das immer noch so 1-1-1 steht, dann werde ich einfach gucken, wer am weitesten von ihnen ist und werde denn die heiraten. Ich finde, ich habe die alle mal geheiratet, ohne Scheiß. Nee, Quatsch, ich habe nicht alle geheiratet. Die einzige, die ich nie geheiratet habe in diesem Spiel, ist... Doch, Ellen habe ich auch schon mal geheiratet. Verdammt. Ich habe sie alle geheiratet in diesem Spiel. Oh mein Gott. Der Xeno hier ist richtig promiskuitiv. Ich glaube, ich habe sie alle mal geheiratet. Bei Back to Nature habe ich nicht alle geheiratet. Bei Back to Nature habe ich mich strikt geweigert, die Krankenschwester zu heiraten. Weil ich sie einfach blöd finde. Aber hier habe ich sie alle geheiratet. Oh, vielen Dank, Philipp. Pass auf dich auf, dass du dir bei der Hitze keinen Sonnenstich holst. Ich fall auch gleich um. Ich glaube aber nicht, dass du sowas noch kriegen wirst, Flochstrick. Ich bezweifle. Und bitte hate mich nicht, aber ich konnte mit Zelda noch nie viel anfangen. Der ist an mir so vorbeigegangen, Zelda. Ich war dann doch mehr der Mario-Spieler. Ich hatte mal Zelda früher versucht, aber das war dann halt auf Englisch. Und weil ich damals kein Englisch konnte. Ich kann eigentlich immer noch kein Englisch. Hat das Spiel leider bei mir nicht so funktioniert. Was ist jetzt eigentlich, welcher Tag heute ist? Der 6. Okay. Quatsch, ich kann noch hier noch fließen. Am 21., also in 15 Tagen, hat der Typ gesagt, hat der irgendwas in seinem Laden, was anscheinend cool ist für uns. Ich würde mich bei Breath of the Wild unglaublich verlaufen. Ich werde nicht sagen, dass Zelda ein schlechtes Spiel ist, weil ich glaube, es fesselt ja viele und hätte ich einen anderen Zugang gehabt, hätte es wahrscheinlich auch mich gefesselt. Weil die Storys sind ja eigentlich ganz cool. Oder die große Gesamtstory. Aber bei Breath of the Wild, weil das so Open World ist, ich würde mich übelst verlaufen. Und ich habe halt gesehen, dass es unglaublich grindy ist. Ich glaube, ich hätte dafür nicht die Geduld. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt irgendwie stundenlang rumläuft und sagt, okay, ich sammle jetzt dies, ich sammle das und dann machen wir jenes. Sondern ich sage, gut, ich mache jetzt das, das und das und wenn, dann will ich weiterkommen. Aber bei Breath of the Wild musst du ja richtig grinden. Und ich würde es mal geil finden, wenn es regnet. Damit ich mal wieder Heu dingsen kann. Mir fehlt ein bisschen die Musik. Ich auch. Ich auch. Oh, da liegt er schon flach. Yes! Ach komm, stell dich nicht an, du hast drei... Nee, Quatsch, wie viele Bären haben wir gefressen? Moment. Komm, wir haben schon zwei Bären gefressen und du stellst dich so an. Ach, come on. Echt jetzt? Oha. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen in die heiße Quelle, damit ich das Heu einsammeln kann. Weil ich mag das nicht. Wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann kann ich die anderen drei erst morgen und dann... Dann ist das so ungleichmäßig. Ich kann das nicht ertragen. Ich bin da nicht so.
Das ist so, da krieg ich Krise. Das muss schön, alles schön abgehackt sein. So. Ihr kennt das. Guck mal, wie der hier liegt. So, wir haben jetzt Maria heute eins gegeben, ne? Das heißt, morgen ist Eva dran. Dann habe ich da ein bisschen Zeit. Weil die eh nur in der Kneipe rumgluckert. Und dann mal gucken. So. Wir brauchen halt sehr viel Heu noch. Ich wollte eigentlich noch Heu an, nee, Gras anpflanzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Nee, muss ich auch noch. Ich wollte nämlich hier nochmal so Gras hochpflanzen. Aber vielleicht gehe ich einfach hier zur Seite. Ja, ich glaube, das mache ich, dass ich denn hier einfach zwei Dinger dahinstelle. Wenn wir schon mal dabei sind. Da heult er wieder. Bis du umfällst, mein Freund. Bis du umfällst. So. Dankeschön. Und morgen kriegen wir das neue Haus. Oh yeah. Also, beziehungsweise, dann kann ich es endlich in Auftrag geben. Gute Nacht. Wo sind denn die Stürme, wenn man sie mal braucht? Okay, ich dachte jetzt schon, jetzt hat es aufgehangen oder jetzt kommt ein Sturm. Nein, es ist immer noch die Sonne. Aktueller Besitz 5200. 5 Hühner. Oh yeah, jetzt gibt es die. Jetzt machen wir richtig Geld. Was war dies? Ich hörte ein schreckliches Geräusch. Ist alles in Ordnung? Irgendwas Seltsames passiert. Schau doch mal lieber nach. Später. Ich dachte, jetzt kommt er und will was von wegen meinem Haus, aber geht ja gar nicht. So. Ich dachte, ich habe 5 Hühner. Das eine ist kein Huhn, das ist ein Küken. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Essen habe für die. Futterspanne, hier kannst du. Ja, ich wollte wissen, wie viel ich habe, du Pfeife. Aber ich dachte, so 5 Hühner reichen. Das sind so 450 pro Tag. Man hat eh nicht immer so viel. 32 Stück, na gut, geht noch. Dann hat man noch die Erzeugnisse, die man ja hier in einem Dings findet. Obwohl ich da ja auch relativ langsam bin. Aber als erstes gehen wir mal zu dem Dude rein. Nicht zu dem Dude, zu dem Dude. Dude! Willst du dein Haus ausbauen lassen? Oh yeah. Also gut, ich schaue morgen an der Farm vorbei. Aber wie geht's euch denn so? Hattet ihr denn ein schönes Wochenende? Ich meine, heute ist ja Feiertag. Heute ist ja Pfingstmontag. Und habt ihr denn irgendwas Besonderes unternommen? Oder habt ihr einfach gesagt, ich chill mein Leben? Cool. Eigentlich streame ich ja erst morgen und montags ja gar nicht. Aber weil ich morgen auf den Geburtstag eingeladen bin. Aus familiären Gründen oder nicht familiären Gründen, das kann man halt, wie man will. Wird halt morgen nicht gestreamt, sondern erst am Mittwoch wieder. Und dann gibt's am Mittwoch Vampires Dawn. Hoppala. So, es hat gescheppert, Ich weiß doch ganz genau, wo es ist. Wo denn? Nee, hier nicht. Nicht blöd? Wo zum Geier war das denn? Nom 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 nom. Was ist hier? Nee. Um Gottes Willen, wo war es denn? War es vorne? Ja, ich müsste mal wieder Gras mähen. Ach, nicht hier war es, ne?
Spooky. Setzt du auch die Sichel aus deinem Schuppen ein? Wie funktioniert sie? Sehr gut. Ich habe sie angefertigt. Ich werde sie noch besser machen. Du wirst schon sehen. Wie geht's dir? Ist deine Farm schon gewachsen? Wir haben mal Dings geklaut. Du kannst hier raus. Die sind so süß! Okay, wir laufen jetzt aber erstmal Blümchen holen und dann zu Eva. Nicht, dass es zu spät wird und ich nicht mehr in die Kneipe reinkomme. Das wäre eine Ironie des Lebens, aber... Ich will zur Eva. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand Eva und Anne in diesem Spiel immer am coolsten. Die Maria, die war mir so ein bisschen zu bieder, weil die dieses Kirschending an der Backe hatte. Ellen mochte ich nie, wegen den kurzen Haaren. Ich weiß nicht warum. Aber für mich, ich bin so geprägt, dass eigentlich ein Mädchen lange Haare haben muss. Ich meine, es gibt auch Mädels, die sehen mit Kurzhaarfrisur aus, aber ich weiß nicht, ich brauche immer, die müssen bei mir immer lange Haare haben. Ist sehr schrecklich, ich weiß, aber ist so. Das ist das Restaurant und ab in die Kneipe. Eva. Oh, vielen Dank. Oh, das riecht gut. Danke für den herrlichen Tag. Bitte. Nee, Ellen mochte ich nicht wegen dem Aussehen. Und, Gott, Nina hieß sie, ne? Nina war mir so... Ich weiß nicht, ich fand die irgendwie langweilig. Die war so das Blumenmädchen. Ich weiß nicht, warum. Und Anne fand ich halt auch immer cool, weil die halt gebastelt hat. Ey, wenn wir das abernten müssen, ne? Ey, dann kotze ich. Dann kotze ich erstmal im Dreieck. Boah. Ey, was habe ich mir da nochmal bei gedacht, dass ich so viel anpflanze? Ach, da war's, das war die Gier, ich sag's euch. Das war einfach die pure Gier. Wenn wir irgendwann mal eine bessere Gießkanne haben, muss ich mir das eh überlegen, wie ich das also alles hinstelle. So, das heißt, ab morgen haben wir dann noch eine bessere Sichel, was sehr gut ist. Dann kann ich die aufladen und dann mal... Ja, wenn man das Pferd erst hat. Wann kriege ich das Pony? Ich will das Pferd haben. Gib mir das verdammte Pony. Ja, das mit Pony, das war immer das Beste. Ich habe das Pferd zwar bei Harvest Moon Back to Nature gehasst, aber hier war es halt gut, weil es halt wirklich stillgestanden hat. Es ist nicht irgendwie rumgelaufen, so dass du deine Ernte dann am Ende irgendwie weggeschmissen hast. Sondern, du konntest halt wirklich das da hinstellen und hast gesagt, okay, bleib da stehen, ich geb dir dann. Gespiegelt, meinst du, dass sie dann halt so die Öffnungen so gegenüber sind? Aber machst du denn, Flauschrick, spielst du denn so Farbspiele? Du hast ja gesagt, du hast Stardew Valley gespielt. Hast du denn auch so Harvest Moon gestört, wie ich auch 3x3 Felder angelegt? Das habe ich nämlich bei Stardew Valley gemacht, als ich das Let's Played habe. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Habe ich auch erstmal nur so 3x3 Felder hingebaut, weil. Kann ich eigentlich. Ich überleg gerade. Ich probiere das morgen mal aus. Ich will morgen was ausprobieren. Das probiere ich aus. Ich will wissen, ob ich das Holz verkaufen kann. Stellt euch mal vor, wir könnten das Holz verkaufen. Die heißen Tage stehen bevor und kommen nicht einfach weiter. War schön. Wer tut es dann?
Der Preis für den Ausbau beträgt 5000. Kann es losgehen? Sofort. Na dann, morgen früh legen wir los. Ich lebe auf einer Baustelle. Ich glaube zwar nicht, dass ich das verkaufen kann, aber... Nee, geht nicht. Schade. Hätte funktionieren können. Ja, ne, aber das ist eins der besten Sachen bei Stardew Valley. Und die Sprinkler. Aber das haben sie bei den neuesten Harvest Moon-Teilen jetzt aber auch gemacht, dass du durch die Pflanzen durchlaufen kannst. Bei Harvest Moon, deine Tierparade und Baum der Stille konntest du auch durch die Pflanzen durchlaufen. Was natürlich Sinn macht. Es ist ja nicht so, dass das wie so eine Wand denn da steht, sondern kannst halt da durchlaufen. Yes! Ich hab die goldene Sichel. Das einzige Mal mit Pierspiel müssen. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich weiß, Skinner hat mal davon erzählt, aber Skinner erzählt immer sehr viel, wenn der Tag lang ist. Vampire's Dawn ist halt mit einem RPG-Maker gemacht und ich finde, also das ist kein Spiel, was man sich kaufen muss. Das brauchst du auch gar nicht kaufen, weil der Download kostenlos ist. Aber es hat so seinen eigenen Witz. Ach, du kennst das. Achso. Das klang jetzt ein bisschen so, ob du es nicht kennen würdest. Was soll das überhaupt sein? Was ist das bitte schön für eine Frucht, die so komisch riecht? Ich finde, Vampire's Dawn hat so seinen eigenen Witz und Charme. Ich habe es vorher noch bei keinem gesehen. Ich weiß, dass es einige schon gespielt haben, aber ich habe es mir da nicht angeguckt. Und weil das jetzt aber halt immer die ganze Zeit so in den Himmel gelobt wurde und es jetzt doch den dritten Teil bald geben soll, habe ich gedacht, okay, jetzt probiere es auch mal. Es ist ja ein relativ kleines Spiel, irgendwie so 24 Stunden oder so, ne? Also irgendwie so 24 bis 30 Stunden soll es ja nur haben. Also relativ klein, finde ich, für ein RPG. Gut, ist auch mit einem RPG-Maker gemacht, also was soll's. Darum wollte ich mir das mal angucken. Zwei Parts haben wir schon gemacht. Keine Blümchen für dich. Ich frag mich, was die Blümchen da sein sollen. Wow, vielen Dank, das riecht aber gut. Das hier wird demnächst ausgestellt. Willst du es mal probieren? Ja. Vertrau mir! Ich hab ein bisschen Angst. Ich kann es gar nicht ausprobieren. Ohne Fleiß kein Preis. Okay. Mittwoch. Ich hab ein Dings. Oh, ich weiß nicht. The Witcher wollte ich auch mal probieren. Aber The Witcher ist auch so Open World mäßig, ne? Naja, es hat ja alles seine Zeit. Sobald hier Harvest Moon und Vampire's Dawn beendet ist, beziehungsweise eins von den Spielen, will ich House Flipper machen. Dann geht das neue House Flipper wieder los. Weil House Flipper jetzt ein DLC ja bekommen hat und das will ich mir dann anschauen. Ja, ich will aber auch mal ein bisschen meinen Horizont erweitern, ehrlich gesagt. Ich spiele halt, habe immer so Spiele gespielt, so wie Final Fantasy, ne? Und aber so an anderen RPGs habe ich mich halt nicht rangetraut.
Und ich will jetzt so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus und will ab und zu jetzt auch mal ein RPG halt machen. Klar will ich noch irgendwann mal die Final Fantasy-Reihe anfangen. Ne? Ich weiß halt nur noch nicht, in welcher Reihenfolge, ob ich das einfach querbeet mache. Oder halt, bei Null anfangen, weil ich habe fast alle, kann ich, also ich kann auf fast alle zugreifen. Ich glaube, Final Fantasy 1 fehlt mir. Was meinst du mit taktischen RPGs? Meinst du sowas wie Fire Emblem? Three Houses? Meinst du sowas? Weil das Spiel, was du genannt hast, das kenne ich gar nicht. Ich kenne halt nur diese japanischen RPGs. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Morgen können wir dann auch, morgen, ne? Ja, morgen. Morgen können wir dann auch Dings kaufen, habe ich mir überlegt. Mina, wenn du mich. Hallo Mina, schön, dass du da bist. Wenn du mich meinst, das habe ich schon mal komplett durchgespielt. Hier auf dem Sender. Auf dem Kanal. Sender. Wow, da sind irgendwelche von Leute. Mach keinen Scheiß mit dem Hund. World of Final Fantasy habe ich schon einmal komplett durchgespielt. Ja. Ich gucke so viel Rocket Beans. Wusstet ihr, dass es ein Pokémon-Spiel gibt, mit einer Mod, wo man Pokémon fusionieren kann? Ich habe das erst vor ein paar Tagen herausgefunden. Dass es eine Pokémon-Version gibt mit einem Mod, wo man Pokémon fusionieren kann. Ach du, ja, in Stardew Valley, du meinst. Ach, das meinst du. Ja, du kannst es nicht aufheben, aber du touchst es ja an, um zu zeigen, dass du ihn lieb hast. Ich habe mir überlegt, so, wenn wir hier mit durch sind und auch mit, also mit den Hauptprojekten hier, Vampire's Dawn und so, dass ich mich doch da mal rantraue, weil ich muss ja nicht alles, was ich hier streame, auf YouTube bringen. Das wäre dann so ein Twitch-Only-Ding. Only? Ich hasse Englisch. Ja, ne, man muss aber halt für den Kram, glaube ich, bezahlen. Ne, für die Fusionierungsdinger da und dann. Aber ich hätte schon Bock drauf, einfach. Einfach nur so aus Witz. Das wäre doch witzig. Was wäre dir nicht bekannt? Ja, du musst anscheinend für diese Fusionsdinger, damit die Pokémon fusionieren, musst du so ein komisches Ding kaufen und das kostet 500 Poké-Dollar. Weil das Spielen in letzter Zeit, habe ich gesehen, viele. Einfach aus dem Grund, weil die Mod anscheinend jetzt komplett jetzt fertiggestellt wurde, anscheinend. So, jetzt gehen wir noch Maria beschenken und dann können wir wieder Dings machen. Ich wollte noch Dings kaufen, ne? Grassaat. Und dann heißt es sparen, sparen, sparen. Sparen, 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 sparen. Ich will irgendwann noch eine Kuh kaufen. Oh, geh weg! Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Ich rede nur mit dem Weibern, ne? Man will mal so viel im Leben. Das sind Gras. Ohne Bewässerung. Ja.
Mir fehlt das noch so ein bisschen, dass ich hier sagen kann, ich möchte so und so viel Gras da kaufen. Da kann man sehen, wie verwöhnt man eigentlich ist, dass man sagt, okay, ich möchte so und so viel davon und so viel davon. Und dann kriegt man das so und hier muss man alles einzeln antatschen. Wie viel kostet eigentlich eine Kuh? Jetzt mit der besseren Sichel können wir auf... Untersteh dich, mein Freund. Mir meine Tomaten wegzuhauen. So, das nächste, was jetzt gekauft wird, ist auf jeden Fall das, was am 21. rauskommen soll. Und eine Muku. Ich denke mal, eine Muku wird auch nochmal so um die 5000 oder so kosten, ne? Die waren, glaube ich, relativ teuer. Muss ich mal auschecken. Ja, ja, ich will Gras kaufen. Was glaubst du denn? Nur für die Tiere natürlich. Aber wenn du überlegst, so für drei, so eine Packung, 500 Gold oder was auch immer das hier ist, ne? Ist es verdammt teuer. Also das ist schon das Hardcore ultra gute Gras hier. Das ist nicht billig. Ach Mann. Ich überlege gerade, wie weit geht das hier noch so hoch? Wir könnten hier. Ich will noch was ausprobieren. Ich glaube, ich lasse das so. Okay, hier geht das nicht so weiter. Alter, jetzt schmeiß das Ding. Sonst schmeiß ich dich. So. Wie werden denn hier Gras bis hier oben hinpflanzen? Aber der heult halt noch so ein bisschen rum. So, ich bin so kaputt. Und dann gehen wir in die Breite. So sieht's aus. Erst gehen wir hoch und dann gehen wir in die Breite. Und dann kommen wir nicht mal mehr durch die Tür. Stell dich nicht so an. Beweg dich. Uns fehlen noch zwei Kraftbeeren. Hier auf dem Hof kann man noch zwei Kraftbeeren bekommen. Und zwar einmal dadurch, dass wir Felder pflügen. Und einmal, lasst mich lügen. Doch. Also wir bekommen zweimal, um Felder zu pflügen. Den kriegen wir, glaube ich, irgendwann mal von den Tieren auch. Und irgendwie so. Und von einem Zwerg. Das sind keine drei da oben, ne? Ah, sehr schön. Ich habe Geld gekriegt. Nur weil du kannst froh sein, dass ich das noch machen will, Alter. Ich werde eh noch ein bisschen Geld investieren müssen in Gras. Das ist das Problem. Obwohl, vielleicht nicht. Das kann ja dann doch so offen bleiben. Ich meine, mir gehen jetzt schon allein drei Stück Felder flöten, weil ich das ja so abgekürzt habe. Aber schön, dass sie keine Bewässerung brauchen. Tim, 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 Tim. Na, meinst du, du schaffst es jetzt noch so acht Felder zu pflügen, mein Freund? Mir fehlt hier so ein bisschen die Uhrzeit, so, wann ich weiß, dass ich fertig bin. Was würdest du denn ganz gerne sehen? Weil rein theoretisch könntest du doch mal Gary fragen, ob der so ein altes Retro-Game spielt.
Er wollte doch jetzt wieder ein bisschen mehr so Varieté, wie er das doch nennt, wieder reinbringen. Wäre das denn nicht sowas für ihn auch? Wenn er jetzt so eher so Retro-Games spielen würde, so das ein oder andere. Er muss ja nicht komplett alles Retro-Games spielen. Aber zum Beispiel hat er ja jetzt Digimon noch fertig gespielt. Das war ja jetzt halt auch nicht so etwas, was man so alltäglich spielt. Aber was wäre denn für dich so ein schönes Retro-Game, was du mal wieder schauen könntest? So als Frage, so aus reinem Interesse. Ja, ich weiß, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Ich überlege noch, ob ich denn hier halt noch so voll mache. Hier so. Im Herbst. Was für den Mario-Spiel? Meinst du sowas? Da ist er umgefallen! Aber geil! Futter, 31 Stück. Dankeschön. Ich glaube, ich werde hier nochmal Gras investieren und dann hier so. Und dann schön im nächsten Jahr ist das dann alles richtig schön gleichmäßig. Ja. Ab ins Bett. So, wir nehmen jetzt schon eine Stunde auf, ne? Das heißt, ich habe am 3. Sommer angefangen. Das heißt, wir brauchen pro Stunde 7. Okay. Die heißen Tage stehen bevor. Welcher Tag ist heute? Freitag, okay. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, also bei mir gibt es ja so Kanalpunkte. Und da kannst du dir halt Spiele wünschen. Und an Retro kann ich dir zwar nicht so extrem viel bieten, aber ich habe den SNES und den NES Mini hier. Also von den Spielen könntest du dir zum Beispiel was wünschen. Oder Gary. Weil ich kann, bei mir kann man sich halt die Spiele wünschen, die ich halt selber auch besitze. Und durch diese Mini-Sachen hat man ja so schon so 14 Sachen. Ich könnte auch mal wieder Mario spielen, so Mario 3. Naja, am Samstag, wenn alles gut läuft, kommt am Samstag bei mir Zelda Link to the Past. Das hat sich ja Lilly hat ja noch einen Wunsch offen. Puh, zum Glück habe ich die Tomaten hier weit vorne. Aber ich würde mal sagen, am Montag kaufen wir uns nochmal Dings, ne? Alter. Gras hat. Voll gut. Das Gute, was hier auch war, das ist hier in dem Spiel, dass die Zeit nicht umgeht. Echt mehr anpflanzen. Wenn ich jetzt noch Kühe dazu hole. Ich will so 3 Kühe halt noch kaufen. Ja, da musst du aufpassen. Ich würde jetzt als erstes Anne die Blume geben und morgen am Samstag Eva die Blume, einfach weil Eva eh oben ist. Das ist mir aber immer eigentlich eher nicht bei dem Harvest Moon Spiel passiert, sondern bei Harvest Moon Back to Nature, wenn ich da versucht habe, die Hühner zu füttern
und man nicht richtig, und man stand nicht richtig, hast du einfach das Futter daneben geschmissen. Und da denkt man sich so, toll. Großartig. Aber da konnte man sich auch Hühner, das Futter wenigstens auch kaufen. Hier ja nicht. Oh nein! Ist ja dunkel. Ellen, aus dem Weg, aus dem Weg! Ich hab gesagt, aus dem Weg, Mann. Wow, vielen Dank. Das riecht gut. Ja, finde ich auch. Boah, Kuh kostet mich aber, glaube ich, hier auch so viel, ne? Die ist ja am Anfang noch ein Baby. Hallo, womit kann ich die Kuh kaufen? 5000, willst du eine? Nee. Aha. 5000. Okay. Dann wissen wir ja, worauf wir hinzusparen haben, ne? Aber ich denke, mit Tomaten, glaube ich, habe ich da immer ganz guten Schuh gemacht. Also 400... So, wir haben jetzt 540, so. Mit den Tomaten kriegen wir ja nochmal 450 dazu. Sind wir bei 999, so. Dann können wir ja mal morgen gucken, wie viel wir eingenommen haben am Ende. Und ziehen dann die 990 ab. Ja. Oh, ein Hoch, wenn ich die bessere Gießkanne habe. Sag mal, Flauschrick, wann hast du das letzte Mal Stardew Valley gespielt? Wenn das jetzt schon eine ganze Weile her ist, würde ich dir empfehlen, es wieder von vorne anzufangen. Weil es doch einige Verbesserungen gab, die wirklich lohnenswert sind. Also es gab jetzt doch ein großes Update. Ich weiß nicht mehr wann. Und ich finde, die haben das Spiel sehr viel schöner, noch schöner gemacht. Du kannst, glaube ich, jetzt zwischen... Also du kannst ja schon vorher über Hund und Katze wählen. Aber das ist mir vorher nie aufgefallen. Du kannst auch die Farbe der Tiere bestimmen. Und du kannst neue Gebäude bauen. Was auch sehr cool ist. Und es gibt so ein, zwei kleine Sachen, die, wenn du das Gemeindehaus fertig gebaut hast, die dann kommen. Die du erst danach machen kannst. Und ich finde, die sind wirklich lohnenswert. Ja, genau. Ach, ich habe kein Ding mehr. Warum sagst du mir das nichts? Und es ist wirklich schön geworden. Und es gibt eine neue Farm. Was auch ziemlich cool ist. Ich liebe es. Habt ihr den Gesichtsausdruck gesehen? Es ist einfach zu göttlich. Genau. Menschen, weißt du ja alles. Aber die neue Mine ist hart. Ich sag's euch. Die neue Mine ist nicht ohne. Also wenn ihr da mit so einem ganz beschissenen Schwert reingeht, na dann herzlichen Glückwunsch. Ja, aber die Goldsichel bringt einfach gar nichts. Die ist nicht besser als die andere Sichel. Hier ist mein Hund. Geh doch mal weg. Ach, wir wollten ja gucken, wie viel ich bekommen habe. Sonnabend. 3190. 2190. Warte mal. 2190. Wir haben 2180 gemacht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wenn ich jetzt einen Tausender wegziehe, sind wir bei 2190. Nochmal 10 weg? Ja doch. 2180 haben wir gemacht. Immerhin.
Ich glaube, dann werde ich am Montag auch gleich noch das neue nochmal Gras kaufen. Ich glaube, das lohnt sich denn. Und wenn wir dann einmal nochmal Tomaten ernten und einmal Mais, sollten wir eigentlich gut dabei sein jetzt mit dem Geld, dass wir uns auch eine Kuh kaufen können. Wir brauchen halt sehr viel Geld. Beziehungsweise wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Heu. 5. Sechsmal Heu am Tag ist schon nicht wenig. Und erst recht, wenn ich mich aber nur halt so in den 30ern bewege, ist das nicht viel. Besonders, weil es im Winter ja gar kein Heu angebaut wird. Eva! Darum habe ich ihr gestern nichts geschenkt. Nein, ich bin extra zu dir gekommen. Ich weiß, ich bin ein kleiner Schlingel. Aber ich bin dein Schlingel, wenn du das möchtest. Was soll das überhaupt darstellen? Ich habe immer gedacht, das wäre jetzt eher so eine Kastanie oder so. Aber stinken Kastanien? Das ist die Frage. Stinken Kastanien? Ja, es ist kein Zufall, dass wir uns begegnen. Ich fand Eva halt auch immer heiß. Bin ich ganz ehrlich. Ich fand die immer richtig gut. Ich wünschte, ich könnte das Holz einfach wieder da so reinschmeißen, aber das geht nicht. Das ist halt voll kacke. Ich wünschte, ich könnte das Holz einfach zurück in meinen Schuppen packen. Damit ich das denn gespart habe, aber das geht leider nicht. Ich glaube gar nicht, wie viel Holz wir einfach denn plus hätten. Dann würde ich mir das Holzhacken sparen. Das geht leider nicht. Was, die Einser hast du jetzt nicht gegossen? Was soll denn das? Was ist denn das für eine Atmosphäre hier? Arbeitseinstellung. Da links fehlen noch zwei. Wo? Ach ja, danke. Die hätte ich ja jetzt gar nicht gesehen. Danke dir. Aber Sommerzeit war doch eigentlich auch immer Tsunami-Zeit, oder nicht? Für deine Ware gebe ich dir 450. Ich finde das so kacke, dass man halt bei dem kein Heu kaufen kann. Ich wünschte, ich könnte Heu kaufen. Ach, jetzt ist er wieder am Schwitzen. Dann wechseln wir das jetzt mal aus. War das du? Nee, so rum. So ist cooler. Ja, das verstehe ich. Ich dachte, wenn ich jetzt hier noch so mache, dass das eventuell gut aussehen könnte. Ich meine, das Feld, mein Maisfeld, wird jetzt eh verschwinden. Ah, ich habe Geld gefunden. Mein Maisfeld wird ja da eh irgendwann verschwinden. Und dann würde ich hier vielleicht noch zumachen. Dann bräuchte ich da noch zwei. Das ist aber irgendwie kacke. Oder? Wenn ich das jetzt hier noch so dicht mache. Und hier alles Gras und hier nochmal. Ich meine, das wäre schon ein bisschen gewastet, ne? An Grassamen, wenn man mal überlegt. Das wären 500... 1000, 2000, 2500, die ich blechen müsste, nur um das hier zuzumachen.
Aber ich würde das, glaube ich, hübscher finden, wenn dann hier so Gras ist und da so Gras ist. Ja, ich habe es jetzt nicht darauf angelegt, dass es das jetzt zu ist. Weil wir haben ja Zeit. Morgen ist Maria dran. Und wir brauchen halt Gras. Ach, kann es nicht mal regnen. Achtung, Wirbelsturm! Der Wirbelsturm nimmt an Stärke zu und zieht in unsere Richtung. Bring die Tiere rechtzeitig in Sicherheit. Guck mal, wie die aussieht. Die ist voll fertig mit der Welt. Ja. Ist das nicht brillant? Wir nennen es den Riesenblockhaus. Ich schenke dir eine tolle Uhr. Du kannst die Uhrzeit ablesen, indem du Select-Knopf drückst. Habe ich jetzt innen drin irgendwie die Veränderung verpasst? Sonntag? Es ist 6 Uhr morgens. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Zugeteiltes Land für dieses Haus. Benötigt 500. Ja, und 10.000 habe ich gehört. Habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Ich habe einen Schrank dazu gekriegt, ne? Und die Küche, glaube ich. Kann das sein? War die Küche nicht schon vorher? Oder habe ich da was verpasst? Ich sag's mal so. Also wenn es da eine Veränderung gab, die ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht sollte ich mit der Kuh auch warten. Aber ich meine, wir machen denn im Winter nicht sehr viel Plus, ne? Das tut weh. Ich darf auch nicht vergessen, gleich den Hund reinzuholen. Erinnert mich bloß daran, dass ich den Hund reinhole. Darf ich eigentlich, wenn die Tiere, wenn Wirbelsturm ist, darf ich da überhaupt raus? Ich glaube, ich durfte auch nicht raus, wenn Wirbelsturm ist, ne? Dann hat der... Dann guten Hunger, auf jeden Fall. Was gibt's denn, wenn ich mal fragen darf? Ui. Ach, wir kriegen das mit den Tieren schon irgendwie hin. Ich bin da optimistisch. Okay, also gibt's Nudeln mit Soße. Kann man machen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Irgendwie so Reis ohne alles ist schon wirklich kacke. Eigentlich sollte es bei mir heute Suppe geben. Beziehungsweise für mich Dosensuppe und Xenowolt sollte sich eigentlich Pizza machen. Aber er hatte keine Lust. Er wollte was richtig Ungesundes, also haben wir bestellt. Und, nee. Habe ich was verpasst? Ist es nicht Sonntag? Und, ja. Schweine! Ach, verdammt. Er hatte sich Pizza bestellt und einen Chicken Burger mit Pommes und ich habe mir halt eine kleine Pizza bestellt mit Brokkoli und einen gemischten Salat, also so einen kleinen Gurkensalat, weil alle anderen Salate, die waren eher so, da hätte ich immer was abbestellen müssen.
Und der Gurkensalat, ohne Scheiß, der hat 4,50, glaube ich, gekostet. War eins der billigsten Salate. Und am Ende war es eigentlich nur Eisbergsalat mit Gurke. Und Cocktaildressing. Ich habe meinem Freund ja auch extra mal eine Fritteuse gekauft. Leider die falsche Fritteuse. Aber jetzt hatten wir die ganze letzte Woche Pommes gegessen und ich habe 2 Kilo wieder zugenommen. Dabei wollte ich eigentlich abnehmen. Und dann essen wir eine Woche lang Fritteusenpommes. Da hat auch der Salat dazu nichts mehr gebracht. Ist das dieser Airfry? Ist das eine Heißluftfritteuse? Ja, ich hatte jetzt aus Versehen auch eine halt, wo du Frittenfett brauchst, also mit Öl machen musst. Nur ganz ehrlich, die sind so teuer. Die sollen ja richtig gut sein, ne? So die Heißluftfritteusen da, aber wenn die nicht so arschteuer wären, wäre das viel geiler. Und ich weiß nicht, du kannst ja auch Pommes im Backofen machen, aber ich weiß nicht, die wären eigentlich nicht, die wären nie gut bei mir. Da steht denn, die sollen für 20 Minuten in den Backofen. Ey, da sind die immer noch so kahl und weiß und labberig. Und dann denke ich mir so, Alter, was soll, das muss 40 Minuten schon fast die doppelte Zeit rein, damit die überhaupt gut werden. So, dich nehme ich mit. Komm mit, Hundi. Ja, ne? Weil sonst würde ich wahrscheinlich eher mehr Backofenpommes machen. Auf jeden Fall, der Raum ist größer geworden. Aber wenn die nicht immer so lange dauern würden und dann wären sie nie so knackig, wie man sie ganz gern hätte. Das ist halt das Problem. Okay. Ich darf nicht raus! Montag, 13. Sommer. Gut, dann ist jetzt gleich Dienstag, 14. Sommer. Okay, jetzt sind alle meine Hühner gestorben. Ah, schön. Es wird wieder wärmer. Ich weiß, dass du am Montag den 13. Sommer getan hast. Gar nichts. Einfach komplett gar nichts. Darf ich den jetzt auch absetzen? Dankeschön. Oh, da hat er mir ein bisschen was weggerissen. Also ich warte jetzt einfach mit dem... Oh, verdammt, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich muss den Kack... What? Nein! Oh, verdammt, ich habe das voll vergessen. Ich heule gleich. Ich hab ganz vergessen, der reißt mir ja auch die Dinger mit weg. Okay, wir gehen heute keine Uschi beschenken. Wir kümmern uns erstmal um unsere Farm. Ich will erstmal alles schön abgeerntet haben, dann gesät haben, nicht gesät,
und dann gegossen haben und dann ist es eben wahrscheinlich auch. Geh weg! Also 2 brauche ich auf jeden Fall. 3. Also 2500 müssen wir 2500 Dings holen. Ich will mein Pferd! Wo ist das scheiß Pony, wenn man es braucht? Und ich will eine verdammte Tasche. Aha. Ich will meine Tasche haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Weg hierhin kürzer ist als zu dem anderen. Ich weiß ja, dass beim Sturm die Ernte kaputt geht, aber ich habe ganz vergessen, dass das Gras auch betroffen ist. Ich habe wirklich vergessen, dass das Gras auch betroffen ist. Okay, jetzt ist Mittag. Und es ist 12 Uhr, ich bin fit, okay. Mit etwas Glück schaffen wir es halt rechtzeitig wenigstens alles einzufahren. Nimm doch die Ernte mit. Und eventuell noch rüber zu laufen und Gras zu holen. Was habe ich gesagt? 2500. Oh, oh, oh. Okay, wir schaffen es nicht mehr, Gras zu kaufen. Und halt morgen. Komm schon. Den letzten noch. Bei ihr. Wir können es probieren, ob wir noch hinkommen, aber ich bezweifle es. Geschlossen. 2500 plus. Naja, versuchen wir es mal positiv zu sehen. Das Positive ist, wir brauchen jetzt viel weniger gießen. Ist auch was. Ne, das ist halt so. Es hätte schlimmer kommen können. Es hat uns schon echt einiges weggehauen, aber wir haben auch noch einiges behalten. Und es hätte wirklich schlimmer kommen können. Ich werde jetzt nichts Neues nachpflanzen an Mais und Dings hier. Ich
glaube, ich werde dann dreimal Mais und dreimal Tomaten dann für das nächste Jahr holen, auf jeden Fall. Ah, hier hinten hat es auch echt fies getroffen. Okay, das sind zwei, das sind 1000. 2000 mit den hier unten. Was sind denn hier so 2000? So für 3500 muss ich den halt kaufen. Sehr cool! Eine Powerbeere! Den komischerweise den Zaun hat er größtenteils echt stehen gelassen, ne? Das ist krass. Meine Ernte wegpratzen, aber hier an Dings machen. Aber jetzt haben wir drei. Die Blümchen geben halt immer an, wie viele Kraftbeeren wir gegessen haben. Insgesamt gibt es 10. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nie geschafft, alle 10 zu bekommen. Okay, da liegt er flach. Wir brauchen wesentlich mehr. So, was habe ich jetzt gesagt? 1000, 2000, 3000, 3500, okay. Habe ich überhaupt so viel? Ja, 3500. Und da ist ja noch nicht mal die Ernte bei, die wir jetzt heute eingefahren haben. Nom, 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 nom. Mittwoch, okay. Was sagt das Wetter? Was sagt mein Geld? Yes. Wir könnten uns sowohl eine Kuh als auch Grasart kaufen, aber ich würde ganz gern erst wirklich ein bisschen mehr Grasart kaufen. Wieso konnte ich mich da jetzt nicht bewegen? Jetzt habe ich vergessen, wie wir als letztes was geschenkt haben. Wir schenken Anne etwas, weil es kommt mir bei ihr am längsten vor. Erst im Herbst wahrscheinlich die Kuh kaufen. Dann ist bis hoffentlich dahin auch ein bisschen das Gras gewachsen, damit wir den gut abmähen können. Weil bei 30 Tagen, glaube ich, ne, Kuh 6, das sind 180, die wir brauchen. Um im Prinzip alle Tiere durchzubringen. Das könnte eine Weile dauern, das zu sammeln. Weil ich ja auch nicht wirklich Plus mache hier mit dem Ganzen. Aber ich will auch keine Hühner verkaufen, weil die halt eins der wenigen Geldsachen sind, die man halt in diesem Spiel hat.
besonders im Herbst und im Winter. Da ist es mir wichtig, dass wir die behalten. Aber außerdem, also Winter und Herbst wird dann wirklich die Zeit sein, wo ich mich um meine Tiere kümmere und natürlich auch um Holzhacken. Weil 500 Holz zusammenzukriegen ist halt nicht einfach. Weil wir, glaube ich, pro so einen Baumstamm nur 6 kriegen. Also es kann eine Weile dauern. Also richtet euch schon mal darauf ein, dass wir im Herbst und Winter quasi nur Holz hacken werden. Und natürlich mit der Dame unseres Herzens dann anbändeln. Wow, vielen Dank, das ist gut. Das hier wird demnächst ausgestellt, klar. Willkommen. Willkommen zurück. Gehen wir jetzt nochmal Gras abholen. 6 Stück. Nein, 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 lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Oh. So. 1. 500. 1500. 2000. Bald haben wir es geschafft. 2500. 3000. Und 3500. Das müssen jetzt Dings gewesen sein, ne? Ich hole schon mal für nächstes Jahr ein. Klar, wenn wir denn nächstes Jahr, wenn wir vielleicht eine bessere Gießkanne haben, dann noch mehr kaufen. Aber dann sind das so ein bisschen zeitversetzt und dann habe ich auch ein bisschen besser Zeit, alles zu ernten und zu gießen. Wenn die vielleicht alle um einen Tag so ein bisschen versetzt sind und nicht alle gleichzeitig sind. Deine Waren gebe ich jetzt 450. Dankeschön. Damit haben wir schon mal einmal Tomatensaat abbezahlt. Boah. Der Sturm war schon echt heftig. Aber wir haben gut Geld gemacht, auch mit dem Mais. So. Klar, jetzt hört man gar nichts mehr, weil natürlich Musik aus ist. Aber ich finde das auch sehr schön mit den Wolken hier in dem Spiel. Dass man so den Schatten von Wolken sieht, dass da auch wirklich sich ein bisschen was bewegt.
Das hat man ja bei anderen Spielen nicht so. Da fehlt mir die Dings. Also ich hoffe, du bist in der Lage, alles zu sehen und nicht gleich hier rumzujammern. So, ich kann nicht mehr. So, die Sichel bitte mal ausrüsten. Und Saat. Hat irgendwer bei mir gesagt? Nee. Echt? Ich bin da nicht up to date bei sowas, weil das geht bei mir so eigentlich eher unter. Jetzt sag nicht, ich habe irgendwas übersehen. Oder habe ich zu viel gekauft? Okay, hier ist. Da ist auch. Okay. Okay, du hast. So. Ich glaube, das wird schön aussehen. Wenn das erstmal alles grün ist, wird das hier sehr schön aussehen und dann können wir so ein bisschen in die Breite gehen. Ja. Ich würde so ganz gern. War das nicht mal so, dass ich das hier wieder reinschmeißen konnte? Oder war das bei einem anderen Spiel? Wahrscheinlich war das bei einem anderen Spiel. Ich würde so ganz gern die Sachen halt wieder reinschmeißen. Und dann geht das nicht. Mittwoch, 15. Sommer. Ja, schreib ins Tagebuch. Die Zeit geht hier so schnell um, ne? Wehe, du sagst mir jetzt nochmal einen Sturm, ey. Ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, ein Sturm. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich nichts dagegen. Muss ich nicht gießen. Regen wäre aber einfach geiler. Bin ich ehrlich. Ich finde Regen einfach so, würde ich wesentlich geiler finden. Ja. Aber ich sag's mal so, das hier ist ja auch eins der ersten Harvest Moon und da musste man wahrscheinlich erstmal ausprobieren, was überhaupt geht, was machbar ist. Und der Vorteil bei Stardew Valley ist, dass der Macher vorher ja auch Harvest Moon Back to Nature gespielt hat. Und er konnte ja im Prinzip dann alles besser machen, beziehungsweise alles reinfügen, was ihm selber gefehlt hat bei den Harvester-Spielen. Es gibt eine Sache. Ja, ich glaube nämlich, dass das hier das erste war und dann kam das für den Gameboy, glaube ich. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Entweder war das mit dem Gameboy das erste oder halt das hier. 17 Stück. Oh. Was ich aber sagen wollte ist, was mir bei Stardew Valley fehlt, das ist etwas ganz Entscheidendes, ist die Rivalen-Events. Mir fehlen einfach die Rivalen-Events in diesem Spiel. Wir haben Donnerstag. Okay. Dann geben wir Maria ein Blümchen und ein Eva drin. Rivalen-Events gibt es in diesem Spiel, in der Harvest Moon SNES-Version nicht und ich glaube auch beim GB nicht. Ich glaube, die fingen erst mit PlayStation an und DS. Dass du halt Rivalen-Events hattest. Wenn du dich mit deinem Rivalen angefreundet hast, war es nämlich so, dass für jeden Mann gab es auch eine Frau, passende Frau. Und wenn du dich halt mit dem Kerl angefreundet hast, hat er immer mehr Fortschritte bei den Mädels gemacht. Und
dann gab es immer so kleine Szenen, wie die sich unterhalten haben und so. Und irgendwann kommt dann, wenn du Pech hast, die Hochzeitseinladung. Und ja. Dann sagst du nicht mehr viel, ne? Und das hat mir bei Harvest Moon so, Quatsch, nicht bei Harvest Moon, bei Stardew Valley ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Das hätte ich mir da gewünscht. Weil es gibt ja so viele Heiratskandidaten und das wäre schon echt cool gewesen, aber wahrscheinlich jetzt auch den Rahmen einfach gesprengt. Aber für die Rivalen-Events fand ich mal toll. Ja, hat jeder so sein eigenes Hochzeitskleid bekommen. Jedenfalls Mädels und so. Das war schon sehr cool. Nee, mein erstes Harvest Moon-Spiel war das für die PlayStation 4, nicht PlayStation 4, gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die PlayStation 1, Harvest Moon Back to Nature. Und da war der Winter so weiß, dass meine Mutter mal reinkam und meinte, ey, von dem Weiß kriegt sie Augenkrebs, weil das so hell war, das tat richtig in den Augen weh und ich hab's einfach gefeiert. Das war so ein Harvest Moon-Spiel, das habe ich gefeiert. Und jetzt kommt so ein, halt der Nachfolger, der ja niemals hier in Europa erschienen ist, kommt der Nachfolger ja jetzt für die Switch nach Europa. Hallo Salia, schön, dass du da bist. Bist du fertig mit deinem Dino-Park? Oder bist du noch fleißig dabei? Okay, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht, okay. Dass der immer sich so anstellt, ey. Wieso? Das habe ich auch mal ganz gern gemacht. Mich irgendwo einfach mitten reingestellt. Und dann so. Um das Maximale an Dings zu holen. Komm, ich nehme euch mal mit, damit ihr einigermaßen ordentlich aussieht hier. Also ich werde jetzt im Prinzip den Zaun hier nicht wirklich behalten, weil der mir so... Naja, ich finde den langweilig. Ich werde das irgendwann alles mal durch Steine hier ersetzen. Und dann habe ich einen schönen Steinzaun, über den ich nicht drüber springen kann. Kann ich nicht über Steine springen? Krass. Ist mir vorher nie aufgefallen, dass ich über Steine gar nicht springen kann. Ist egal. Ich spiele noch immer Dinos. Ja. ich muss aber sagen, dieses Dino-Spiel, was du und Skinner spielt, ne, das erinnert mich jetzt an dieses... Planet Zoo, was doch vor ein paar Monaten rauskam. Wo du ja auch einen Tierpark, ein Zoo errichtest. Ich weiß nicht, wie das heißt. War es Planet Zoo? Nein! Nein, nein, nein! Geh wieder auf Dings rum. Dankeschön. Das ist so ähnlich, kann das sein? Jedenfalls kommt es mir so ähnlich vor, dass man halt so sich so Tierparks baut für die Tiere und so.
Ich will mein Pony. Wann krieg ich mein Pony? Da ist das einer von euch. Hund, geh doch mal da weg. Du stehst organisatorisch sehr ungünstig. Ja, jetzt bin ich einen Umweg gelaufen, ich weiß. Welcher ist heute? Freitag, okay. Gute ist, wir haben in knapp ein bisschen mehr als 3 Stunden, wahrscheinlich 4, alle Tomaten abgeerntet. Und einer daneben gezügelt. Man weiß nie, ob man nicht weit genug wegsteht. Also du hattest ja von diesem, Salia, du hattest ja von dem Harvest Moon One World gesprochen. Ich habe mal danach geguckt, es gibt nicht mal einen Trailer. Das soll im Herbst kommen und es gibt nicht mal einen blöden Trailer, habe ich gefunden. Für die PS4. Wenn das jetzt wieder so was wird wie Himmel, Harvest Moon, Himmel des, nee, Licht des Himmelsbaums oder sowas, dann kannst du es in die Tonne treten, ganz ehrlich. Dann trittst du in die Tonne. Ich muss mal da mal gucken, ob ich da einen Trailer finde. Aber ich hatte mal für den 3DS Harvest Moon das verlorene Tal und dann dachte ich, hey, cool. Die haben es mit Chibis versucht. Das waren ziemlich hässliche Chibis, aber was soll's. Habe ich gedacht, gibst du mal dem ganzen Ding eine Chance. Und dann war das so, Harvest Moon trifft Minecraft. Und weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Plan von Minecraft hatte, habe ich gedacht, ne. Im Leben nicht. Aber das für die Switch ist auch cool. Davon hatte ich dir ja auch erzählt. Das gibt es in Japan schon. Und da hattest du mich noch gefragt, ob du dir das importieren sollst oder nicht. Und jetzt kommt es auch endlich in Europa raus. Weil die in Japan, die haben das Spiel schon. Da kam das letztes Jahr im Oktober raus. Und wir kriegen das jetzt erst im Juli. Juni oder Juli? Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das sieht süß aus. Die Neuerungen sind auch sehr schön gemacht. Ich muss mir da mal den Trailer angucken, ob ich da den Trailer finde. Meint ihr, wir schaffen es heute zu Eva? Diese muss ich auch noch. Naja, ich sag's mal so, die anderen Harvest Moon-Macher müssen halt hinterherziehen. Die haben aber sehr viel Hate gesammelt durch ihre letzten 2 Spiele. Weil erstens sah das aus wie so ein Handyspiel. Dann haben sie es ja auf Steam gebracht, was noch nicht mal besser aussah. Ah, da bin ich gespannt. Dieses Harvest Moon Mad Dash, das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil das nichts mit Harvest Moon zu tun hat. Das war so... Gott, was war das denn? 4 in einer Reihe oder so. Was wie Candy Crush, nur mit Harvest Moon. Leider nicht. Moment. Die Musik so laut. Die ist eigentlich noch so im grünen Bereich. Warum? Du bist die Erste, die sich besperrt. Nee, ich guck gleich mal. Natürlich hat es Freitag. Ich kann das halt jetzt gerade nur bei OBS ein bisschen leiser einstellen. So. Oder ich muss einfach lauter reden. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Es sind nur noch die 2, das schaffst du. Xeno, du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Ich glaube, wir gehen heute nicht mehr in die Kneipe. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, 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 lauf. Geschafft. Ich bin die Beste.
Dann können wir jetzt auch gießen. Mal sehen, wie viel wir eingenommen haben jetzt. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir schon fast 5000 oder so, glaube ich, eingenommen. Für deine Waren gebe ich dir 4190. Geil. Also rein theoretisch wäre eine Kuh drin. Aber nur theoretisch. Praktisch nicht. Weil wir einfach das Futter dafür nicht haben. Aber wir könnten rein theoretisch, habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt nicht ernten müssen. Aber warum hast du das denn nicht genommen? Wenn wir nicht ernten müssen, können wir schon mal die Saugglocke und die Bürste kaufen. Dann haben wir das nämlich schon mal gemacht. Und dann bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Ne, wir müssen halt nur mal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen mehr Heu geerntet haben. Scheiß Sturm, ey. Ich glaube, das brauchte eine Woche oder so, ne? So ein bisschen mehr als eine Woche. Ja klar, da willst du es nie wieder nicht funktionieren. Jetzt? Nope. Nope. Ach, Mann. Verdammt. Ist doch blöd. Das ist doch miese Kiste. So, wir haben Freitag, den 17. Ich glaube, es gab 30 Tage, oder? Gab es 30 Tage in dem Spiel? Ich glaube schon. So, den kommt. Heute ist Samstag, heute hat er zu. Ah, jetzt aber. Ich glaube, jetzt können wir. Ich will halt keine Hühner. Ich glaube, ich habe zu früh mit den Hühnern angefangen. Ich hatte noch nie so Sorgen um mein Heu wie in diesem Spiel. Bin ich ganz ehrlich. So, dann gehen wir jetzt Eva im Prinzip ihr Blümchen bringen. Yes. Oh Gott sei Dank. Das lässt mich ehrlich gesagt ein bisschen aufatmen gerade. 29 Stück, okay. Gut, dann können wir jetzt ein bisschen anfangen, Heu zu sammeln. Ich glaube, im Herbst kann man auch noch Heu mähen. Nur im Winter halt nicht mehr, ne? Genau, die haben ja jetzt alle zu. Dann kriegt Eva jetzt ihr Blümchen. Ich glaube, von den Herzen muss Eva wahrscheinlich bei uns am weitesten sein. Oh, wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Die erzählt auch mal das Gleiche. Nein, du sollst die nicht essen. Was ist nur los mit dir? Wenn doch etwas schlecht riecht oder seltsam, dann ist es doch nicht. So nach dem Mauer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Aber trotzdem immer wieder nachfragen. Soll ich das essen? Nein. Ganz einfach nein.
Ist es doch einfach nicht. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So. Mittagszeit. Ich frage mich, ob das was bringt, wenn man halt jetzt was gegessen hat, ob das ein bisschen Energie gibt. Oder ob das nur die Animation ist. Ich hoffe, ich habe jetzt Wasser aufgenommen hier. So, am Montag können wir dann die Sachen kaufen. Und vielleicht dann auch die Kuh. Das wäre ziemlich cool. Das nehme ich. Und nur noch die zwei Ecken und dann haben wir es geschafft. Juhu. Dann mache ich jetzt mal hier mal ein bisschen. Für deine Waren gebe ich dir 450. Ja, danke. Geil halt. Naja, solange ich jetzt hier nicht irgendwie Stein in der Nähe habe, werden wir mal das gebrauchen. Weil ich auch keine Lust habe, den ganzen weiten Weg zu laufen. Aber das soll hier so ein bisschen unser neues Feld denn werden im nächsten Jahr. Hatte ich mir so überlegt, denn so entweder so Streifen runter zu machen oder so Streifen da lang. Also Querstreifen. Muss ich denn mal schauen, wie ich das mache. Weil ich hoffe, dass wir denn im nächsten Sommer eine bessere Gießkanne haben, beziehungsweise schon im nächsten Frühling. Und dass in dem Moment, wo er jetzt ja gesagt hat, hey, ich habe da was Neues ab dem 21. Komm noch mal vorbei. Okay, das wird doch ein bisschen zu eng. Ich muss das alles nochmal eins runter. Soll ja auch schon irgendwie gut aussehen, ne? Hat er ja gesagt, komm dann vorbei und dann habe ich was für dich. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Und mit der neuen Gießkanne und dann mit dem Pferd haben wir eventuell auch ein bisschen bessere Chancen, mehr zu pflanzen. Eine neue Hacke wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich frage mich, ob alle Gegenstände abgegradet werden. Ich bin mir nicht so sicher. Die großen muss ich noch weghauen. Kann ich das dahin? Ich kann es tatsächlich dahin stellen. So. Ich habe nicht verstanden, warum da ein Loch sein muss. So. Könnte man denn hier so runter bis dahin einfach so zumachen mit Steinen? Und dann wäre das im Prinzip mein ganzes Feld. Ich habe noch nie im Leben, in der ganzen Zeit, wo ich Harvest Moon spiele, wirklich immer das komplette Feld gebraucht. Selbst bei Harvest Moon Back to Nature habe ich ungefähr die Hälfte des Feldes irgendwann einfach nur Gras gemacht, weil ich dann am Ende so viel Geld hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, super, mache ich ein Grasfeld. Gut, ich sage aber Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.